ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Death Run Map und zwar 175 Level Easy Death Run bei Funky Monkey. Funky Monkey, okay. Ich kenne die Map schon. Es gibt wieder gratis XP für den Season Pass. Mal schauen, ob wir Level 100 erreichen in dieser Map oder nicht. Auf jeden Fall werden wir uns auch anschauen, ob sie farbenfroh ist, ob sie abwechslungsreich ist. Bei 175 Leveln dürfte sich eigentlich kein Level wiederholen. Und wenn doch, ist es tatsächlich... Es ist zwar scheiße, aber man kann drüber hinwegsehen. Ja, was noch? Man hat es jetzt gerade schon gesehen, also farbenfroh wird sie nicht sein. Sie wird einheitlich in Rot und Grün bleiben. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, wir werden gucken, ob sich die XP tatsächlich rendieren, um die Map mehrfach zu spielen. Und ich renne direkt einfach mal los. Erster Checkpoint, zweiter Checkpoint, dritter Checkpoint. Es gibt über 200 XP pro Checkpoint. Das ist nice. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht beim ersten Durchgang auch so viel gekriegt. Ja, keine Ahnung. Fallen, boah, gut. Bis jetzt noch wirklich einfach. Wie man sieht. Oh, außer das hier, wenn er mal wieder nicht springen sollte. Das ist sowieso sehr weird. Tastatur neu, Maus neu. Aber der springt einfach manchmal nicht, der Charakter. Ich weiß nicht warum. Aber ganz ehrlich, ist egal. Der Tod gehört zu den Maps dazu. Wer es ohne Tod durchschafft, GG. Aber ein Tod muss mindestens auf jeder Map mal sein. Vor allem da Epic Games sich tatsächlich für die Todesmeldung im Chat immer wieder was Neues einfallen lässt. Und es ist manchmal sehr lustig, was dann dort steht. Hier zum Beispiel, IKLP will nicht mehr. Doch, ich will schon. Nur, ich wollte gerade nebenbei testen, ob man sprinten kann, aber sprinten kann man hier nicht. Also ist die Map tatsächlich schon ein bisschen älter. Oder aber es ist einfach deaktiviert worden. Was ich schade finde. Wir haben gerade schon die ersten großen XP bekommen. Sehr nice. Ja, klettern kann man also auch nicht. Schade. Ich kenne die Map zwar schon, habe sie schon einmal gespielt. Es ist aber, wie gesagt, wie bei den anderen Maps, ewig her. Ich spiele die Map nicht einmal und nehme sie direkt im Anschluss auf. Ganz im Gegenteil, die Map verweilen dann bei mir in der Bibliothek ein paar Wochen. Und dann denke ich mir manchmal so, ah ja, wird mal wieder Zeit zum Aufnehmen. Und dann spiele ich die Map. Tatsächlich, wenn ich die Maps dann gespielt habe, wenn sie es rendiert, behalte ich es in der Bibliothek. Wenn sie es nicht rendiert mit den XP, dann fliegen die tatsächlich raus. Dann nehme ich denen das Herz weg. Wenn die Map richtig geil ist, unterstütze ich tatsächlich auch den Creator. Also so viel muss dann schon mal da sein, damit man eben viel mehr Maps von den Creatoren sieht und hat. Und es gibt Creator, die unterstütze ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Von denen spiele ich sehr gerne die Maps.
Und da erwarte ich, dass noch mehr Maps kommen. Weil irgendein Creator, ich komme jetzt nicht direkt auf den Namen, der haut immer zum Anfang so viel XP auf einer Map raus, bis Epic Games das drosselt. Das ist nicht mehr normal. Also da machst du wirklich schon mal so Chili-Milli 3-4 Level. Und es gibt Maps, die habe ich tatsächlich schon ewig in der Bibliothek. Die spiele ich halt heute noch sogar mit meinen Kindern zusammen. Weil man da einfach so viel XP macht. Die eine Map, das ist eine, wie soll ich sagen, es ist keine leichte Map. Es ist eine mittlere bis eine schwere Map tatsächlich. 350 Level. Und da macht man als Anfänger 5 bis 6 Level. Jetzt so wie ich, der die Map zwar nicht regelmäßig spielt, aber ich sag mal, wie oft spiele ich die Map? Einmal im Monat. Ich mache dort meine 3 bis 4 Level. Und ist babamäßig. Welche Maps ich tatsächlich am liebsten spiele, sind Open World Maps, wie die Valhalla Map. Die jetzt vor allem auch das letzte Mal bei Epic Games groß angeteasert wurde. Also ist richtig nice, da warte ich sogar auf das nächste Update, dass die neuen die zwei neuen Welten dazu kommen. So eine Map wie Phantom Investigation Map feiere ich sehr hart. Also da warte ich auch drauf, dass Updates kommen, dass vielleicht mal ein paar andere Häuser dazu kommen. Oder ein paar neue Gegenstände, die man nutzen kann, weil drei Gegenstände. Also ich habe einen Gaming-Monitor, der ist so schon recht hell. Ich brauche dort keine Taschenlampe tatsächlich. Aber ja, so ein paar andere Gegenstände. Es gibt ja in Fortnite so viele Sachen, die man dafür verwenden kann. Da freue ich mich schon drauf, dass da vielleicht mal was Neues hinzugefügt wird. Dass da mal ein neues Haus dazu kommt. Und dass die Geister vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver werden und einen versuchen zu töten. Das wäre auch noch richtig geil. Und die Phantom Investigation Map spiele ich tatsächlich so gerne, weil die gibt auch sehr viel XP. Egal, ob man sie alleine spielt, zu zweit oder zu dritt. Das sind so viel XP, man spielt die Map zwei, dreimal und hat ein Level ab drin. Und da dauert eine Spielseason maximal 10 Minuten. Also innerhalb von 30 Minuten auf einer Map 2-3 Level machen, ist halt echt schon richtig geil. So, aber weg von der Map, wieder zurück zu dieser Map. Secrets gibt es hier keine, finde ich ein bisschen schade. Bei 175 Leveln hätte das nicht sein können. Also da hätte ich mich tatsächlich gefreut. Sowas hier ist natürlich auch geil, hatten wir auch irgendwie noch nie. Feiere ich sehr hart. Meine Kehle ist total trocken von vielen Reden. Denn das ist heute schon die dritte Map, die ich aufnehme. Ich weiß auch nicht, wie ich die bei YouTube hochlade, ob das hier vielleicht sogar die erste Map ist, die ich dann hochlade, oder die fünfte oder die achte. Ich weiß es einfach nicht. Da muss ich mich selber überraschen lassen. Auf jeden Fall, nach dem, was ich hier an der Levelanzahl gerade sehe, 127, wir sind so gut wie durch. XP-technisch haben wir bis jetzt auch gut was bekommen, also kann man sich nicht beschweren. Sowas hier ist auch immer richtig geil, das feiere ich auch richtig hart, so eine großen Räume mit den unterschiedlichsten Sachen. Einmal abgestürzt, sofort tot, vor allem da man nirgendwo hochklettern kann, wenn man einmal unten angekommen ist. So wie hier, kannst du nichts machen, da kannst du einfach nur sterben. Nein, schon wieder ist. Ich wollte sprinten und springen und er ist nicht gesprintet und nicht gesprungen. Ach stimmt, ja, sprinten ist ja ausgeschalten. Okay, das war dann mein Fehler.
Aber dass man sich dann hier nicht hochziehen kann, das ist halt richtig geil. Also da kannst du nur noch sterben dann. Ansonsten, abwechslungstechnisch ist die Map tatsächlich, wenn ich mir diese Eisrutsch mit Bounce-Dingern angucke, das ist, ja, es ist lustig, aber manchmal ist es auch sehr nervig, vor allem wenn die Kacke platziert sind. Aber bis jetzt ist fast soweit alles. Map ist chillig und easy. Alter, ich krieg 308 XP gerade pro Checkpoint. Meine Fräse, ist das viel gerade für meinen Geschmack. Okay, 306 ist passend. Nein, alles nur Spaß. Je mehr XP, desto besser. Das weiß jeder. Selbst ich. Denn man freut sich tatsächlich über so viele XP. Was mir auch aufgefallen ist, viele Maps werden tatsächlich angeteasert mit yeah, du kriegst so viele Level, so viel XP, dass du Level 100 bist. Das wird allein schon im Vorschaubild gezeigt, wo dann da steht Level 100 XP Map. Was Schwachsinn ist, man wird auf keiner Map, wenn man sie einmal gespielt hat, Level 100. Denn Epic Games ist so, die testen tatsächlich auch die Maps. Und wenn die mitkriegen, dass die XP zu hoch sind, werden die gedrosselt oder aber die werden komplett rausgenommen. Es gibt mittlerweile schon Maps, die ich in meiner Bibliothek mal hatte. Die habe ich eben auch sehr gern gespielt, weil abwechslungsreich. XP waren tatsächlich nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Also da gab es tatsächlich, wie hier sind es jetzt 400, aber da waren es 300 XP pro Checkpoint auf 60, 70 Level. Und Epic Games hat da einfach komplett die XP rausgenommen. Die Maps haben einfach gar keine XP mehr. Ist zwar gut, wenn die zu hoch sind oder wenn es einfach nur zu viel ist, aber dann drosselt das doch Epic Games. Ja, ich muss mich sterben lassen. Dann sollen sie es nur drosseln, anstatt komplett rauszunehmen. Ich weiß nicht, warum sie bei manchen Maps die XP komplett deaktivieren. Will ich auch nicht hinterfragen. Ich kenne mich da mit der Schematik nicht aus. Aber es ist dann doch schon irgendwie schade und dann doch lieber drosseln, wie es bei vielen Maps macht. Das ist dann, ja, das passt dann schon. Ich habe Maps gespielt, da gab es pro Checkpoint über 1500 XP. Die wurden auf paar 50, 60 XP gedrosselt. Und ja, das ist dann schon machbar. So, wir holen uns kurz die 4 Bonus XP ab. 4,4. 4,2, 4,1 und 3,9000 EP, nice. Leider kein Level Up auf Level 100, aber ich bin gut dabei. So, was gibt es zur Map zu sagen? Map ist total einfach, ist was für Anfänger. XP technisch, ihr habt es gesehen, das hat zwar nicht für ein Level Up gereicht, aber die sind hoch. Geilomatico und würde ich halt immer wieder spielen. Ich glaube, die Map und die Map haben wir tatsächlich schon mal gespielt, denn Funky Monkey, der Name sagt mir tatsächlich was. Doch, einige Maps davon haben wir schon gespielt und hier steht Eivor in voller Pracht. Ja, ich kann die Map nur weiterempfehlen, sie ist was für Anfänger. Wenn man die Map zu zweit oder zu dritt spielt, gibt es tatsächlich auch mehr XP. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir eure Map kurz in die Kommentare, schreibt mir, ob ich dann dazu ein Video machen soll oder nicht, denn ihr wisst, ich bin offen und ehrlich. Wenn da was scheiße ist, sage ich es offen raus, wenn sie mir gefällt, sage ich das offen raus. Und ja, farmfroh war die Map nicht wirklich, aber sehr einfach. Und abwechslungsreich tatsächlich. So, jetzt bleibt mir aber nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.
Rockstar, Dancer,